Hallihallo, ihr hübschen Menschen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Core Keeper mit Zombie und Maudado. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Folge. Dungeon, Dungeon. Haben wir überhaupt in dem Gebiet noch was zu entdecken? Also ich habe da einmal gerade durchgebohrt, aber ich habe nicht abgebohrt. Also ich habe nicht erforscht, ich habe nur durchgebohrt. Oh, aber nichts erforscht. Ja, hier kann man nach links. Ich habe Boden dabei. Achtung! Aber du kannst sogar hier die Wände schon. Hier ist, oh, Hilfe! Benutz mal hier deine Bergbau-Fernkampfwaffe. Ja, okay. Hab ich weggelegt. Okay, oh mein Gott. Die machen gut Schaden, zumindest mir. Ja, vor allem, es sind zu viele. Ja, und die machen auch noch Fernkampf, die Frechdechse. Die haben beides. Ich hab irgendwas bei Fernkampf geskillt, dass ich manchmal eine Chance habe, für ein paar Sekunden 100% Crit zu haben. Deswegen manchmal 10 Crits hintereinander. Willst du die Säge alle, Maudado? Oh, alles ab. Ja, warum nicht? Oh, die Zeug sieht schön aus. Dungeon. Oh, Tour. Oh, hier sind richtig viele drin. Was war in der Kiste? Zwei Waren. Einmal Galaxit und einmal den davor. Und noch irgendwas anderes Schlechtes. Also nichts Besonderes. Ja, war es das schon? Achtung, die sprengen sich. Jo. Aber ihr könnt die töten, wenn mit ein oder zwei Schlägen, wenn ihr, aber man muss halt schnell sein sonst. Wo ist denn die gerade Linie aus der Base? Die will ich ja eigentlich fortführen. Ja, die ist bei der Strecke. Hier geht die weiter. Hey, hier ist ja noch ein Dungeon. Ja. Wie ja? Wie weit habt ihr den rein? Okay. Ich wusste es nicht. Danach habe ich aufgehört. Danach. Zweiter Dungeon, es geht immer. Ah ja, okay. Wo ist Zombie? Zombie ist okay. Klaus hat AFK geangelt. Das kriegt er vierfach. Ich sammle gerade Wände. Ich gucke nur, ob ich irgendwas halt sehe, was interessant aussieht. Hier ist nochmal so eine Oase, auf jeden Fall. Okay. Ich renne jetzt schon gefühlt seit 10 Minuten einfach nur hoch und. Hilfe! Ja, der mich verfolgt so ein Insekt, aber es ist nicht schnell genug. Es folgt mir aber nur. Wie nennst du mich? Dich sehe ich nicht. Oh, meine Waffen haben aufgehört. Okay, ich baue nicht mehr schnell ab. Das muss ich aufhören. Dann auf zurück, oder? Nein, ich habe noch einen zweiten Bohrer. Keine Sorge. Wir müssen den ganzen Weg halt auch wieder zurücklaufen. Ich nicht. Ich habe mir die Teleporter-Dinger mitgenommen. Ich auch. Hier links ein Vorkommen? Ja, ich habe 50 Vorkommen vorbeigebaut. Okay. Hier ist nochmal eine Kiste gespawnt. Das Gute ist, für die Kisten habe ich ein paar Schlüssel geangelt. Also jede Kiste, die wir finden, können wir fast direkt öffnen. Oh, du bist im Kristallgebiet. Ja, hier bleibe ich auch stehen. So, habt ihr schon eine neue Sache jetzt gefunden? Was heißt, ich bin hier nur hinterhergelaufen, weil ich gedacht habe, wir machen. Ja, ich meine in den Dungeon, ich habe die Kisten ja alle nicht aufgehoben. Ich habe die Kisten auch nicht aufgehoben. Ich habe so einen Wurfdolch bekommen von den Viechern. Oh cool, was macht der? Den Dolch werfen, aber relativ schnell, ja. Warte, Klaus, du hast gemeint, hier wäre noch irgendwo ein Vorkommen gewesen. Ja, also ich kann es markieren, warte. Das ist genauso schnell wie die Scheibe. Ja, mit der grünen Flagge. Habe ich es markiert. Da war ein anderes. Ja, das hatte ich halt. Ich war halt im grünen Gebiet unterwegs und bin an der Seite in dieses Wüstengebiet reingekommen. Habe es dann aber direkt wieder verlassen, nachdem ich das Vorkommen gesehen habe. Denkst du, es ist sinnvoll, das hier anzuschließen? Wir können hier ein Portal hinstellen. Können wir machen. Macht Sinn oder das linke oder? Können wir von mir aus. Also das linke werde ich auf jeden Fall anschließen, weil da auch ein Skalit-Vorkommen noch ist. Und ich habe da auch schon alles hingebaut. Ich habe nur den Strom noch nicht hingesetzt. Kannst du hier kurz stehen bleiben? Dann hole ich ein Portal. Okay. Ich finde es aber interessant tatsächlich, dass du gerade 70.000 Sachen weggebohrt hast. Ja. Und das erste Gebiet, was wir treffen in der Wüste, ist das Kristall und nicht das Lava-Gebiet. Ich weiß nicht, ob es Lava, vielleicht ist es dieser Vulkan, vielleicht muss man den irgendwie aktivieren. Oder, nee, der Boss aber muss ja eigentlich ja schon existieren, oder? Ja, ich habe ein Labyrinth gefunden in diesem Dungeon-Stil, aber es ist ein Labyrinth. Ein Labyrinth. Labyrinth. Fallen! Ich brauche einen höheren Bergbauschaden. Ja, dafür habe ich nicht genug. Hast du das gefunden, was du eigentlich abbauen kannst? Ja, ich habe halt nicht 70.000 Ja, nee, das ist ja nur eine Challenge für mich. Da will ich ja nur erst recht vorbeikommen. Ich habe Geschütztürme, kann man hier töten. Abbauen. Abbauen, töten? Ja, abbauen. Bist du rot oder grün? Ich bin, glaube ich, immer rot. Ich glaube, der erste ist immer rot. Nee, ich bin grün. Hab gelogen. Du siehst halt auf deinem Minimap deine Farbe. Ich war gerade im Inventar. Okay. Ja, die kriegen Brüche, dieses Labyrinth. Dauert aber auch ein bisschen. Nein, ich rede durch. Ich, was ist los? Ich habe die, keine Ahnung, es sind so 10 Dinger auf mich zugeflogen, während ich gerade ausgelaufen bin. Jetzt bin ich tot. Jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Was suchen wir hier? Ich weiß es nicht. Achso. hier, rechts. Thronraum. Oh, der sieht fett aus, ja. Oh, der sieht wirklich cool aus. Wir wollten bestimmt sicher gehen, dass man sich da nicht einfach reinbaut. Ja, ich habe gar keinen Platz. Alter, ich auch nicht mehr. Oh, das ist eine Pfeilfalle. Ja, davon habe ich schon ein paar. Durch Angeln? Ich weiß nicht, ob man hier was Besonderes, aber ich denke, wir können den Thron in der Mitte abbauen. Nein, hast du die durch Angeln, die Statuen? Achso, nee, die habe ich hier drin gerade abgebaut. Die kann ich abbauen mit einem Schlag. Achso, die waren im Labyrinth allgemein. Ja.
Deswegen war ich so, wie, du hast schon ein paar davon. Ne, die habe ich gerade hier. Soll ich den Thron abbauen oder warten wir auf Mordado? Ich kann gerne warten. Okay, das hier ist Kollateral. Ich lauf nochmal. Ja, ja, kein Problem. Hier ist eine Öffnung, oder? Ja. Ja, ist ja hier wahrscheinlich ist der richtige Eingang, ja. Oh, Mordado kommt. So, zu uns. Ja, wo ist denn der Eingang hier? Ein bisschen weiter unter dir. Tada, der Thronbaum. Okay, den kann man annähen. Oh, da sind Items drin. Amaroth-Kompass. Schlüsselgegenstand. Oh, damit können wir... Jeder im Besitz versteht seinen Weg auf den See finden. Ein Geschenk, das eines Königs würde ich... Was von dem Wasserboss? Ja, nee, der Vulkan ist doch um den See. Das ist bestimmt für ein Vulkan. Ja, aber Amaroth war dieser Seeboss. Ja, das ist der Name von dem Seeboss. Vielleicht hat er was im Vulkan versteckt. Jeder, der ihn besitzt, wird stets seinen Weg auf See finden. Soll ich mal rausnehmen? Ja, ne? Das Objekt ist unzerstörbar. Wir dürfen das Grab nur zu gewissem Grade schänden. Ich guck mal, ob ich den klicken kann. Nee, geht nicht. Oh, ich will. Das sieht aus wie so ein Riesenschild. Ich will diese Kiste. Oh, geht nicht. Geht nicht. Meint ihr, man kann über Wasser laufen? Nee, schade. Kannst du den ausrüsten irgendwo? Zweithand oder so? Nö, nee, wahrscheinlich. Braucht man das nicht zum Craften für das Boss-Item? Aber dann würde das ja verschwinden danach, ne? Ja, aber der Boss ist ja dann gescannt auch in der Welt. Den Scanner, den konnten wir ohne das bauen. Und um den nochmal zu beschwören... Was willst du? Also, wir könnten jetzt einfach abbauen und bei diesem einen Erstvorkommen habe ich ja auch ein Zugportal. Ja, das dauert aber noch 20 Minuten, ne? Ja, also, aber die gehen ja schnell vorbei. Die gehen schnell vorbei, als man denkt. Hat jemand die Giftfallen mitgenommen, aber... Noch nicht, ich kann sie mitnehmen. Ich habe einfach mal alles eingepackt. Oh, okay. Ja, dann raus hier, oder? Ein Schlüssel. Wir haben immer noch kein Magma-Gebiet halt, aber ja, sonst raus hier. Man kann es auch nicht in diese drei kleinen Punkte bei den Seelen setzen. Habe ich gerade getestet. Fühle mich zu schwach, ich gehe nach Hause. Tschö. Wollen wir nochmal den Seeboss beschwören? Gucken, ob das irgendwas macht. Könnten wir, ja. Ja, wir haben so Truhen, die können wir ja jetzt mal öffnen. Oh ja, da sollten ja ein paar rauskommen. Ich habe Schlüssel dafür. Und zwar 4 Stück noch. Ups. Ein Bombenring, Sprengstoff, Schaden. Und ansonsten nur wertvolle Gegenstände. Assassinenmantel, wieder nur Mist. 3 Barren. Einen Galaxiethammer, wenn wer möchte. Ist in einem dritten. Und nochmal ein Ring. Das ist richtig stark eigentlich. Nomadenring. Der ist richtig gut. Will den Ring wer? Wenn ihn keiner will, würde ich ihn nehmen. Aber wenn irgendwer möchte, kann er gerne zuerst haben. Nö, mach durch. Ich habe mein Wurfmesser bekommen heute. Hatten wir ein Portal nach oben, ja, ne? Nach oben, ja, zu dem ersten, dann das zweite. Das ist gerade am Chargen. Ja, das zweite dürfte so in 5 Minuten fertig sein. Achso, oder so. Ja, ja. Nee, passt ja. Also die Portale sind das laberbeste Update, was ich bisher gesehen habe. Ja, die Portale sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Erinnerung. Änderung. Okay. Warte, wie bist du da hingekommen? Ich baue einen geraden Gang jetzt mal von hier nach links. Ich komme von unten. Kannst du machen, aber ich verbinde es halt mit der geraden Strecke so, oder? Ja, so. Ich frage mich, ob das Kristallbiom dann... Aber da... Ah, es gibt noch so einen Sandwurm. Das ist ja bestimmt das Subbiom von dem Kristalldings. Bei den optionalen Dingern ist noch so ein Wurmscanner. Okay. Wobei, es hätte auch gepasst, wenn Lava bei Kristall wäre. So wegen hohen Temperaturen und so. Keine Ahnung. Hoher Druck. Kristalle. Ihr habt ein Lava-Gebiet gefunden? Ja. Nice. Zombie, ja. Lava. Warte, habe ich meine Angel dabei? Ja. Erstmal angeln. Wir gucken, ob das geht. Nein. Ich habe einmal Boden ausgegraben und habe einen Minenarbeiterring bekommen. Mein Bergschauschaden ist zu niedrig. Ich kann hier nichts kaputt machen. Schwarzer Ring. Was macht der? Der hat einen Dreier- und einen Fünfer-Set-Boni. Es gibt einen Minenschutzhelm, Arbeiterhose, Arbeiteranzug, schwarze Halskette, schwarzer Ring. Soll ich dann einfach das Portal am Eingang vom Sandgebiet zum Magma-Gebiet umstellen? Oder wir bauen noch ein Portal. Ja. Also, wir haben halt nicht genügend, um noch ein Portal zu machen. Sind sogar Öfen und sowas. Okay, dann baue ich das ab und bring's gerade zu euch. Ich hab den schwarzen Ring ein zweites Mal hier. Klaus, kannst du auch einmal haben. Okay. Der ist ja aus diesen Kreuzen am Boden. Ja, dann mache ich den mal statt meinem Angelset so langsam. Der erste Schleim hat einen Flammenring gedroppt. Hey. Plus 27 Feuerschaden pro Treffer. Ausgewichen. Danke, mein Hund hat gerade für 4000 gekrittet. Die Schleime sehen Klaus super cool aus. Das stimmt. Also das Gebiet sieht sehr, sehr cool aus. Kannst du den Boden abbauen mit der Hacke? Ja, sollte gehen. Ja. Ja, dann nimm den auf jeden Fall mit. Jo, hier rechts ist noch einiges. So, könnt ihr das abbauen? Ja. Kannst du einen Raum bauen fürs Portal? Ich kann nicht abbauen. Das kann nur Zombie. Wie lange brennt man denn? Dann verschwindet der Dieber. Ja, perfekt, reicht. Also, noch eins nach oben. Haben wir eine Tür oder so? Ich habe keine Tür dabei. Raus muss ich selber die Hacke rausholen? Nee. Hier ist er. Ich habe schon fast alles abgebaut. Ja, ich habe da zwei Flecken gesehen. Ich wusste nicht, ob du noch Lust hattest. Ah, das ist ja cool. Ja, ich wollte vorher noch kämpfen.
dass wir die abbauen. Aha. Genau, und die können wir dann pflanzen. Und dann kommen da wieder neue. Oh Gott, da ist eine. Blablabla. Ja, gesprochen. Was ist da? Schlalalala. Ah, Hilfe, Hilfe, ich bin fast tot. Ah, ich hab meine Heiltränke nicht ausgerüstet. Oh, die Gegner werden von den Wirbelstürmen sogar angezogen. Und hier drin gibt es dann auch einen Boss oder wie ist das? Es gibt wohl einen Magma-Schleim. Ich meine, das Gebiet war nicht so groß. Ja, es gibt wahrscheinlich öfter. Mehr, oder? Ah. Würde ich mir vorstellen. Das Gebiet nicht so groß, wir haben doch hier unten die Ecke noch nicht. Ich glaube, wir haben auch noch links nichts. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, die Magma-Kiste sieht cool aus. Also visuell gefällt mir das Magma-Gebiet super. Also jetzt die, also von den Assets. Ja, ich habe gedacht, ich habe noch Platz, ich war ja noch nicht so voll, da geht's zurück. Ah, ich sehe die Magma-Kiste, ich habe auch eine. Wieder Erze und Fackel. Oh, die Fähigkeit vom Vogel zerstört die Wände hier drin. Sehr gut. Wow, mechanische Teile. Geile Kiste. Ich kann mir vorstellen, tatsächlich, dass in dem Kristallbiom vielleicht irgendein technologisches Subbiom ist, weil es gibt immer. Oh, hier ist eine Truhe. Immer noch so einen Gegenstand, einen komischen, den wir beim Händler kaufen kann, der so Flammenbazooka, let's go. 1800 Bergbauschaden. Nochmal krasser, ne? Ja. Okay, shoot it. Wir brauchen nämlich gar kein Portal. Oh mein Gott, jetzt. Soll ich es wieder einpacken? Dass ich sie erstmal droppen muss. Ja, dann nicht mehr kannst du es wieder wegmachen. Klaus. Ja, okay. Was habe ich jetzt damit zu tun? Ja, du hast doch die Kiste abgebaut, oder nicht? Ja. Ja, eben. Ich musste gerade in meinem Inventar sortieren und dann ging es Inventar zu, als du die Kiste abgebaut hast. Ach so. Ja, aber das obere Portal dürfte bestimmt jetzt fertig sein. Ja, macht so ein bisschen Schaden an dem Ding, sogar hier. Ja, könnte sein. Also wenn du willst, kannst du einen Drill platzieren. Die hier ist ja noch mehr. Hier oben ist noch mehr Magma-Gebiet. Mehr Magma. Okay, und wieder Ende. Wüste. Haben wir alle Kreuze im Boden mitgenommen? Mal kurz gucken gehen. Kommt mal hier hin. Ich kann hier was freischaufeln. Einen Moment. Ich habe einen Knochenring bekommen. 10 Rüstung, 6 Crit. Hier ist so ein Altar und hier konnte ich vorne was freibuddeln. Da war so ein Knochenring drin. Ah ja. Unzerstörbar. Unzerstörbar auch wieder. Interessant. Ja, ich glaube, dann fange ich mal an, noch ein bisschen Galaxit abzubauen. Ja, kannst du ja erstmal im Bohrer beim Portal aufstellen. Okay, und was brauchen wir für den Main-Boss-Tracker hier in dem Gebiet? Das ist eine gute Frage. Kann ich gleich, wenn ich in der Basis bin, gucken. Weiß ich gerade auch nicht. So, dann gucke ich mal, was wir für die Scanner brauchen. Für den Hauptscanner brauchen wir Fasern, Holzbrett, Skalitbarren, Galaxit. Also das haben wir schon alles. Außer die Galaxitbarren, aber die sind auch bald fertig. Jo, perfekt. Also für den brauchen wir wirklich gar nichts. Für den Magma-Scanner brauchen wir 120 Magma-Schleim. Wie viel Skalitbarren brauchen wir? Wie viel Galaxitbarren brauchen wir da? Ich glaube 30 stand noch. Jo, haben wir jetzt auch. Kann ich craften. Kann ich machen. Okay, ich baue den Ach, das ist gar nicht der Scanner. Das ist das Beschwörungs-Item. Ich bin doof. Hast du schon gecraftet? Nee, noch nicht. Wir brauchen. Ja gut, wir brauchen das ja eh irgendwann. Ja, aber vielleicht sind das Materialien, die wir für was anderes brauchen, deswegen. Wir brauchen für den Scanner, brauchen wir 40 Scarabeus Flügelpanzer. Das sind diese roten. Sind diese halben Totenschädel? Ja. 40. Ja, davon haben wir erst 7. Die liegen aber auch teilweise in der Wüste auf dem Boden. Für die Muscheln. Also einfach diese. Wir müssen diese Insekten töten. Ja, die Insekten töten oder auf dem Boden. Genau. Okay. Für die Muschel. Boah, ein Go, das schnellste Go-Kart, ein einziges kostet 180 Galaxiebahnen. Gut, dann schließe ich mal den Dingens an. Was ist ein Dings? Das erste Erz vorkommen. Ah. So, ganz klar. Dings. Yo, es wird gemint. Yeah. Ah, du siehst sie ja manchmal auf dem Boden, ne? Das sind so halbrote. Ja, hier. Ja, ist genau, eins. genau. Alter, ist hier viel Erz. Wo ist viel Erz? Bei mir, aber ich baue es schon ab. Achso. Gut. Hey. Hallo. Hey. Die haben schon 3 Erz abgebaut, die Bohrer. Wow. Ja, bis zum nächsten Mal haben wir halt dann unendlich Bier. Nur wenn ich auf dem Server bin, ansonsten produzieren die ja nichts. Ah. Die Rubine sind für Aufwertung da. Die Dschungelrubine und so. Ja, hier ist, ich brauche hier einen Wüstenrubin für die Ninja-Kleidung zum Beispiel. Okay. Weil es ergibt halt Sinn. 13, 14 ist Galaxit, 15, 16 ist Solarium. Und danach geht's aber noch weiter mit dem Upgraden. Wahrscheinlich bis 20 oder so. Und da braucht man halt die Rubine aus jedem Biom oder so. Nehme ich an. Ja. Alter, haben wir viele Kisten. Aber wenn wir genug Barren haben, können wir ja die Schlüssel machen. Hier ist übrigens der Friedhof. Schick. Halb schick. Das ist eigentlich ganz fertig. Nö, der. Aber wenn du willst, könntest du so zwischendurch vielleicht so diesen Boden von dem Profungo-Dungeon da einbauen, der so ein bisschen nach. Naja, aber dann spawnen die. Ich weiß nicht, ob die spawnen oder. Nee, die spawnen auf den Moosfeldern da von dem Dungeon. Ja. Nicht auf dem Boden. Okay. Das heißt, du kannst so einzeln da reinsetzen. Dann hast du so Rauch da drin. Ja, das ist nur ein Konzept. Ja, das ist aber schon ein gutes Konzept.
Gefällt mir das Konzept Art. Ich öffne mal den Schleim und gebe dir den dann. Boom. Es ist ein lila Schleim. Ist lila. Und er hat eine Chance, dass er die Heilung verringert. Und ansonsten hat er die typischen Sachen. Mehr Nahkampfschaden, mehr Schaden gegen Bosse. Das sieht süß aus. Hier, bitte sehr. Modado. Oh! Ich will halt ein Tier, ich will kein Schleim. Vielleicht. Oh, aber er hüpft. Stell mal vor, der wäre aus Magma oder Wasser. Leg ihn in die Haustierkiste. Mach das. Wenn jemand ihn will. Ich nicht, ne. Na gut, liebe Leute, ich würde dann sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut in die Beschreibung rein, da sind die anderen beiden verlinkt. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder bei Core Keeper. Bis denn. Ciao.